Vor einem knappen Jahr hat mich die Firma Dosan aus Korea ziemlich überrascht auf der Automatica in München. Die hatten einen riesen Messestand und haben brandneu eine ganze Reihe interessanter Cobot-Modelle vorgestellt. Mittlerweile gibt es einen deutschen Importeur, das ist GLM. Da bin ich heute und ich will mal sehen, ob ich mehr über diese Cobots rausfinden kann. Willkommen bei Next Robotics, Ihrem Kanal für Roboter im professionellen Einsatz, also Industrie, Gewerbe oder auch Handwerk. Wir schauen uns heute diese Roboter etwas genauer an. Dosan aus Südkorea, ein neuer Player am Cobot-Markt. Hier haben wir gleich mal ein simuliertes Anwendungsbeispiel, eine Schleifapplikation zum Entgraten oder Ähnlichem. Hier wird einfach bloß gezeigt, dass im Prinzip ohne zu großen Aufwand tatsächlich auch komplexere Bearbeitungsschritte möglich sind. Bei mir ist jetzt Herr Hofmann. Er baut hier den Vertrieb für Dosan Robotics auf bei GLM. Erste Frage, ich habe den Roboter nämlich tatsächlich erst auf der Messe letztes Jahr gesehen. Ist er jetzt in Deutschland überhaupt verfügbar? Ja, ist verfügbar. Wir haben in Grefrath am linken Niederrhein bei Mönchengladbach alle Cobots vorrätig. Vom Modell 6 Kilo 900 Reichweite bis 15 Kilo und 1700er Reichweite ist alles vorrätig. Okay, da waren jetzt schon ganz spannende Fakten dabei. Vielleicht gehen wir in die mal wirklich rein. Was zeichnet aus Ihrer Sicht denn den Dosan so sehr aus und was kann er womöglich sogar besser als andere Cobots auf dem Markt? Ja, wir haben natürlich die Ansprüche der Industrie irgendwo im Blick gehabt. Das heißt, schwere Nutzlasten wiederzugeben und gewisse Reichweiten darzustellen. Das heißt, wir haben einen 15 Kilo Payload, genauso eine 1700 mm Reichweite und haben gepaart mit den zwei Facts, die in der Industrie gefragt sind, auch die Drehmomentsensorik in allen Gelenken wiedergegeben. Das heißt, wir können Kraft messen, wir können Kraft einstellen und überwachen. Und das ist ein wesentlicher Vorteil von unserem Dosan Robotics. Mhm. Ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema. Sie haben Drehmomentsensoren erwähnt. Erstens bringt das natürlich in Applikationen Vorteile, hat aber auch mit dem Thema Sicherheit zu tun. Wie sicher ist er denn? Ja, das ist ein ganz großes und spannendes Thema in der Industrie. Das heißt, wir wollen natürlich schon sagen, er ist für jedes Arbeitsumfeld gerüstet. Das heißt, wir haben eine Performance Level Kategorie 4 der Norm 13789. Das ist momentan das Nonplusultra in der Industrie. Das heißt, wir haben die höchste Performance-Level-Eigenschaft und können so natürlich gewährleisten, dass bei den Mitarbeitern im Betrieb nichts passiert. Was ist denn Stand jetzt so die Hauptzielgruppe für diesen Roboter? Für wen sehen Sie denn als am besten geeignet an? Ja, ganz klar schon der Mittelstand. Klein- und mittelständische Betriebe, die mit Themen konfrontiert werden wie Fachkräftemangel oder aber auch Produktivitätssteigerung und Prozessoptimierung. Hier ist ein ganz großes Thema auch der Arbeitsplatzgestaltung, sprich wie verändern sich meine Arbeitsplätze im Betrieb und dabei können wir Automatisierungslösungen bieten. Ein großer Vorteil von Dosan ist die hohe Traglast, die möglich ist. Man sieht, hier ist eine ziemlich komplexe Schraubapplikation vorne drauf. Das ist deshalb möglich, weil bis zu 15 Kilo Traglast bei diesem Modell möglich sind. Das ist der mit 900 mm Reichweite. Den gibt es eben mit 15 oder mit 6 Kilo Traglast. Wer nicht unbedingt schwere Traglasten hat, aber große Reichweite braucht, auch der wird bei Dosan fündig. Dieses Modell hier ist wirklich ein sehr, sehr langes Gerät. 1,70 Meter, also 1700 mm Reichweite, hat er bei einer Traglast von 6 Kilogramm. So, jetzt nochmal zum Thema Bedienkonzept. Ich sehe hier oben drauf, ich glaube, das sind 5 Tasten. Was kann man damit machen? Wozu sind die alle gut? Ja, die Tasten sind im Grunde genommen, gehören zum Bediencockpit. Das heißt, ich kann den Roboter frei fahren. Ich habe einmal einen Free Drive, wo ich alle Achsen freischalte und den frei bewegen kann, um den zu positionieren. Dann habe ich zwei Achsen zum Fixieren. Das heißt, einmal die horizontale, einmal die vertikalen Achsen. Kann somit also bequem meine Positionen definieren und mit dem Center Point kann ich sofort einen Befehl in das Programm reinladen und kann somit aktiv mit dem Cockpit programmieren. Ja, relativ einfache Oberfläche. Ich habe, wie man das vom Handy kennt, ich habe verschiedene Skills, verschiedene Module in meiner Oberfläche in dem Tablet eingebaut, kann den Roboter steuern, kann den Greifer steuern, kann die Anlage steuern, mit der ich zusammen kooperiere und kann dann aber auch noch einzelne Befehle wie Pick and Place oder Palettierung einfügen. Das funktioniert zum einen über das Teach Cockpit, wo ich sagen kann, über den Center Point lege ich eine Reihenfolge fest. Das passiert im Task Builder. Ich kann aber auch programmieren mit Python und lege somit Einzelskripts oder einzelne Zeilen fest. Und das passiert im Task Writer. Dann mal konkret gefragt, wie lege ich Wegpunkte mit diesem Roboter fest? Was muss ich tun, damit das läuft?
Relativ einfache Geschichte. Ich gehe bei uns ins System auf den Task Builder, sprich habe sofort das Programm offen, wo ich programmieren kann, öffne das Programm und gehe dann per Hand an das Cockpit dran, bewege meine Achsen, führe ihn zum Punkt und über den Centerpunkt lege ich im Menü direkt den Wegpunkt fest und habe somit meinen ersten Punkt programmiert. Gehe rüber in eine andere Position, würde jetzt hier simulieren, dass ich den Teil wieder ablege, drücke den Center Point und habe sofort mein Programm geschrieben und brauche dafür keine Programmierkenntnis und wir können dann starten. Okay, eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen. Es gibt die Geräte in weiß und in so einem Graublau. Ist da irgendein Unterschied? Ja, im Grunde genommen, das Schöne ist, das Weiße hat ja ein bisschen was Ästhetisches, sprich wirkt immer etwas eleganter. Und das Blaue kommt im Grunde genommen aus einer Industrie, das ist ein Navy-Ton. Der soll so ein bisschen für diese Industrie sein, wo es schmutzig wird, dass man etwas leichter zu reinigen hat und nicht direkt ja, einen beschmutzten Kobalt in der Fertigung hat. Ist die Oberfläche dann auch robuster oder schaut sie nur nicht so schnell schmutzig aus? Ja, sie ist ein bisschen antistatisch, sodass man das auch relativ einfach reinigen kann.